Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin und ich bin am 1.8. zum Spazierengehen in Berlin. Ja, also ich möchte zum Ausdruck bringen, wie schön es in Deutschland ist und dass wir ein Grundgesetz haben und dass man sich hier so richtig frei fühlen kann. Und deswegen habe ich mich auch entsprechend gekleidet. Ich bin frei, ja. Und ich finde es auch toll, dass wir so super Gesetze haben hier. Ich hoffe mal, es ist lesbar. Ja. Na, mal gucken. Also, falls es nicht lesbar gewesen sein sollte, es handelt sich um Artikel 2.2 des Grundgesetzes. Ja. Ich hätte den dritten Passus da drin gerne noch gestrichen. Das können Sie ja vielleicht mal ändern, liebe Politiker, für die folgenden Generationen, dass wir so einen Dreck wie aktuell hier nicht nochmal erleben müssen, dass hier so Ex-Stasi-Kader und irgendwelche rechthaberischen, dummen, uninformierten, ungebildeten, unakademischen Quatschköpfe das Land anführen und mir jetzt etwas anderes erzählen wollen als das, was ich bereits weiß. Ich bin stolz auf mein Land, ich bin stolz auf unsere Gesetze, ich bin stolz, dass ich in Deutschland lebe, ich bin stolz, dass ich auf eine Demo gehen kann, ja, problemlos, dass es einfach schön ist, auf eine Demo zu gehen und einfach zu sagen, es gibt mehr als Gehorsam und Speichellecken und Aschkriechen und ja, klar, wir leben in Deutschland, wo denn sonst, das schönste Land der Erde, in dem man frei seine Meinung sagen kann. Partner, das ist Markus Heinz von Anwälten für Aufklärung. Er ist auch sehr gut informiert über die Situation mit morgen mit dem Verbot. Ganz kurz vorneweg noch was, ich hatte hier ein bewegendes Moment jetzt gerade, da war ein Polizeibeamter, mit dem ich mal richtig heftig zusammengeraten bin und der hat mir jetzt ein Wasser gebracht und war die Freundlichkeit in Person. Sie haben das miterlebt, das war eine ziemlich bewegende Szene, muss man ganz ehrlich sagen, das Menschliche. Aber das ist heute leider nicht unser Thema. Unser Thema ist, dass das Oberverwaltungsgericht jetzt noch einige der Verbote bestätigt hat. In den Medien kommt es so rüber, dass alle Demos morgen verboten sind, aber das ist gar nicht so, Herr Heinz. Richtig, das ist nicht so. Ich habe gerade mit Friedemann Depitz, dem Rechtsanwalt der bewegten Kundgebung, auf der Straße unter den Linden gesprochen. Er hat gesagt, ihm liegt nichts vor. Bezüglich der Demo im Tiergarten weiß er jetzt vom Ralf Ludwig auch noch nichts Neues. Also da bin ich mir sehr sicher, dass das OVG in beiden Fällen, in einem weiß ich sicher, noch nicht entschieden hat. Es geht momentan durch die Medien und die Medien erwecken den Eindruck, dass alles verboten sei. Das ist aber nicht korrekt. Ich vermute, dass damit einfach Menschen davon abgehalten werden sollen, nach Berlin zu kommen. Das ist ja nun wirklich erstaunlich. Ich war heute schon dort, da gibt es aber auch noch gar keine Aufbauarbeiten. Also wenn es noch genehmigt werden sollte durch das Oberverwaltungsgericht, würde man dann noch schaffen, da alles aufzubauen? Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich war heute Morgen auch schon im Tiergarten, der ist weiträumig abgesperrt. Und selbst wenn jetzt das OVG entscheidet, über Nacht könnte man es wahrscheinlich schon aufbauen. Dann hätte man 12, 15 Stunden Zeit. Das wäre natürlich ein Riesenaufwand, aber es würde gehen. Und dann ist halt die Frage, ob man noch in eine nächste Instanz gehen könnte. Querdenken 711 hat jetzt angekündigt, zum Bundesverfassungsgericht geht man nicht. Und deswegen, wenn das OVG positiv entscheiden würde für die Demonstration, würde es wahrscheinlich noch reichen, aber es ist natürlich schwierig. Warum geht man nicht vor das Bundesverfassungsgericht? Also laut der Presseerklärung von Querdenken 711 wollte man das deswegen nicht tun, weil dann in diesem Schwebezustand einfach zu viel Probleme zu erwarten sind mit der Polizei, wenn Leute in die Stadt reinfahren. Das haben wir heute auch schon mitbekommen. Da fahren Busse rein, die Leute kriegen pauschal einen Platzverweis, also ganze Busse voll Menschen, die noch nicht mal irgendwie jetzt groß als Demonstrationsteilnehmer gekennzeichnet sind. Und heute waren ja viele genehmigte Demonstrationen. Und da wird überhaupt nicht gefragt. Da heißt es einfach, entweder ihr verlasst jetzt die Stadt oder ihr werdet festgenommen. Ist natürlich grob, also ganz grob rechtswidrig, weil wir haben in Berlin heute 4, 5 genehmigte Demos und so wie ich die Presseerklärung gelesen habe, soll es einfach deeskalieren. Ich kann es jetzt nicht ganz nachvollziehen, weil einfach diese Art des Protests dann meines Erachtens nicht mehr wirklich weiterführt. Was können Sie nicht ganz nachvollziehen? Denn dass man jetzt im Vorfeld sagt, man geht nicht zum Bundesverfassungsgericht oder zum Landesverfassungsgericht. Weil die Argumentation war einfach, dann gibt es noch mehr Polizeigewalt. Also das ist so ein
Thema, das gerade viel rumgeht. Ich habe jetzt heute auch schon die eine oder andere Situation gesehen. Es gab natürlich ein bisschen Gewalt, es gab aber vor allem viel Willkür. Und es hörte sich nach Deeskalation an. Aber an dem Punkt, wo wir jetzt nach 15, 16 Monaten sind, finde ich es natürlich ein bisschen enttäuschend, dass man den Leuten eigentlich sagt, so ein bisschen durch die Blumen, nein, wir machen dann nichts mehr. Und das wird sicherlich auch einige davon abhalten, dann am Ende nach Berlin zu kommen. Also da gibt es durchaus Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Corona-Maßnahmen-Kritiker. Die gibt es immer, die darf es ja auch geben. Also ich habe es jetzt, konnte es nicht ganz nachvollziehen. Ich bin jetzt auch in der Tiefe nicht drin, aber ich habe die Pressemitteilung halt gelesen. Wie erwarten Sie, wie das Ganze morgen abläuft? Manche sagen ja, wir gehen einfach spazieren. Wird das die Polizei tolerieren? Was ist Ihre Erwartung in Berlin morgen? Also ich gehe zunächst davon aus, dass die Polizei überall dort, wo Demos angezeigt wurden, diese Plätze komplett abriegelt. Also der Tiergarten, das wäre der letzte Platz, wo ich morgen hingehen würde, weil einfach der sehr gut bewacht ist. Und dann soll die Polizei halt einfach eine grüne Wiese bewachen. Können sie ja machen, da werden sie ein paar hundert Mann brauchen. Und auch unter den Linden. Diese Plätze wird man halt versuchen zu bewachen. Da würde ich dann faktisch auch nicht unbedingt raten hinzugehen, weil dann ist es ja ein Platz, wo eine verbotene Versammlung stattfindet. Das heißt, es ist für den Staat dann einfacher, hier mit Ordnungswidrigkeiten Anzeigen zu arbeiten. Letztlich gehe ich davon aus, dass sich viel in Mitte abspielen wird. Und vor allem auch im Innenstadtbereich, also da, wo man die Menschen sieht. Es wurde ja angekündigt, man soll Boxen mitbringen, man soll Musik mitbringen. Und da werden sich Gruppen bilden, vielleicht auch ein paar größere. Und die Polizei wird halt versuchen, diese Gruppen zu zerstreuen. Man sieht jetzt gerade im Hintergrund auch, wie eine kleine Hundertschaft auf uns zukommt. Und so wird es morgen wahrscheinlich auch laufen. Dass man einfach versucht, jede größere Menschenansammlung zu unterbinden. Und das ist jetzt auch heute teilweise schon passiert. Wo genau in der Innenstadt erwarten Sie dann diese spontanen Spaziergänge oder wie würden Sie das nennen? Wahrscheinlich spontane Spaziergänge. Viele werden auch einfach sagen, das habe ich jetzt auch in den Gesprächen gehört, ich lasse mir das nicht verbieten, ich gehe trotzdem in die Stadt. Ich kann das juristisch und menschlich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Es wird das übliche Katz-und-Maus-Spiel sein. Also die Polizei wird von oben schauen, wo sind Menschenansammlungen, wird versuchen, manche Plätze zu schützen, wird wahrscheinlich auch wieder einkesseln. Und dann ist einfach die Frage, wie viele Menschen sind da? Wenn 10.000 da sind, wird es sich relativ schnell zerstreuen, weil die Polizei hier mit einigen Tausend da ist. Kommt natürlich 50.000, wird es auch Demozüge geben, die dann halt so lange durch die Straßen gehen, bis sie halt aufgehalten werden. Und es ist also heute tatsächlich so, zu diesem Zeitpunkt, wir haben jetzt 19.35 Uhr, dass wir also nicht wissen, was genehmigt ist und was nicht, beziehungsweise wir wissen bei einigen Demos, dass sie verboten sind, wir wissen aber bei einigen noch nicht, ob die morgen stattfinden werden oder nicht. Richtig, also nach meinen Informationen, die zwei größten, liegt kein Beschluss vom OVG vor. Genau. Jetzt kriege ich hier Meldungen, dass offenbar dieses Video sofort, dieser Livestream mit einer Altersbeschränkung versehen wurde, dass man es nur nach Anmeldung ansehen kann. Vielleicht da mal ein paar Rückmeldungen, das wäre ja tatsächlich ein Ding. Und hier heißt es jetzt, dass für morgen, da geht es um den 29.08. Das, erst ab 18 ist das. Also offenbar 17-Jährige dürfen das nicht erfahren. Haben Sie jetzt irgendwas über ungewöhnliche Dinge erzählt oder Gewalt? Erklären, weil nach meiner Auffassung sind wir von einem Rechtsstaat inzwischen sehr, sehr weit entfernt. Es gibt natürlich schöne Momente, wie eben gerade mit den Polizisten, wo man sich einfach auf einer menschlichen Ebene unterhalten hat. Und wir sprechen natürlich auch mit Polizisten, die sagen, ja, macht weiter so. Wir tun halt, was wir können. Aber ab 18 war an der Aussage sicherlich nichts. Ja, ich gebe einfach meine rechtliche Meinung, meine Meinung als Aktivist weiter. Und YouTube versucht halt immer schön zu zensieren. Facebook hat ja kürzlich da richtig auf den Deckel gekriegt. Ja, das heißt, Facebook wird in nächster Zeit Probleme haben zu zensieren, YouTube leider noch nicht. Und es sagt einfach, wie weit wir in der Zensur schon fortgeschritten sind. Ich hatte jetzt hier gerade eine Szene erlebt, da war ein Mann mit seiner Schwester und denen wurde beide das Attest abgenommen, weil man sagte Verdacht der Fälschung und sie sagen, das ist hundertprozentig echt und sie haben jetzt weiter kein Attest mehr. Wir haben lange darüber gesprochen. Wie ist denn das rechtlich? Also meine Erklärung war die, dass man es nie sozusagen offiziell was beweisen kann, weil die sagen natürlich, wir hatten den Verdacht, dass das aber Methoden sind, wie ich sie aus der alten Bundesrepublik und von einem Rechtsstaat nicht erwarte, wie ich sie aus autoritären Staaten kenne, weil die Polizei kann immer sagen, wir hatten den Verdacht, aber es ist in meinen Augen, wirkt es wie ein Foulspiel, zumal das ja offenbar systematisch gemacht wird. Ja, es ist systematisch, was Deutschland diesbezüglich ist.
Deutschland ist ein autoritärer Staat. Ich habe das schon seit Monaten gesagt, in dem Moment, wo die Menschen ihre Atteste auspacken, wird die Polizei ganz, ganz häufig sagen, oh, wir vermuten jetzt, das ist gefälscht, wir nehmen das jetzt mit. Dem zeige ich auch keine Atteste. Ja? Und es passiert systematisch, man muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich habe vorher mit dem Polizisten geredet, der hat dann auch gesagt, also ich habe es bei anderen Leuten kontrolliert, da habe ich nichts gemacht. In dem Fall hatte ich Anhaltspunkte, die kriegen von oben praktisch einfach so eine Liste. Das und das und das sind die Punkte, auf die man achten soll. Und das könnte verdächtig sein. Aber natürlich politisch gesteuert und immer mit dem Ziel, so viel Atteste wie möglich mitzunehmen, zu beschlagnahmen. Deswegen zeige ich es nicht. Wenn natürlich die Polizei das vorher weiß, dass dieses Attest original ist, dann ist es ganz, ganz schnell seitens der Polizei eine falsche Verdächtigung. Darauf kann man immer so ein bisschen reagieren, aber letztlich ist es systematisch. Man möchte einfach die Leute systematisch die Atteste wegnehmen, weil man an die Ärzte ran möchte. Ich kenne kaum einen Arzt, der noch nicht durchsucht wurde, der solche Atteste ausstellt. Tatsächlich? Ja. Und das Schlimme daran ist, man kann das ja nie beweisen, weil man kann ihnen ja schlecht beweisen, dass sie nicht irgendeinen Verdachtsmoment subjektiv gesehen haben. Ja, ja, es ist schwierig. Also ich habe der Dame vorher geraten, sie soll doch mal den Arzt anrufen, vielleicht erreicht sie ihn. Das kann manchmal helfen. Aber was ich momentan an Einstellungsverfügungen der Staatsanwaltschaft sehe, da braucht man kaum noch weitermachen. Also ich habe schon eine Einstellungsverfügung gesehen, da wurde ich in Frankfurt von der Polizei etwas, ja, rüde überwältigt. Es gab zwar einen Anlass, das so zu sehen. Diese Antifa. Ja, genau, weil mich diese Antifa-Dame angegriffen hat. Und dann mag ich der Polizei noch zugutehalten, vielleicht haben sie es zu spät gesehen. Aber das Spannende war, die Staatsanwaltschaft hat das jetzt eingestellt mit der Begründung, der Täter ist nicht ermittelbar. Also, das ist doch im Livestream zu sehen. Das ist im Livestream, das ist ein Einsatzhund. Das ist genau Russland, das ist genau das, was ich immer erlebt habe. Auch ist zu sehen auf Video und die sagen, er ist nicht ermittelbar. Das ist 1:1, das ist ein Déjà-vu, ist unglaublich. Entschuldigung, dass ich Sie unterbrochen habe, aber das macht mich emotional sowas. Ja, das ist nicht das erste Mal. Also ich habe schon mehrere solche Einstellungsverfügungen bekommen, wo ich zum Beispiel gesagt habe, ein Sprecher der Regierung hat das und das gesagt, ja, sieht man bei NTV und dann kommt zurück, Täter nicht ermittelbar. Und wenn ich von der Einsatzhundertschaft mit 10 Livestreams den Täter nicht ermitteln kann, dann muss ja halt der Staatsanwalt auch sagen, das ist Strafvereitelung. Die wollen einfach nicht. Und das hat mit der Rechtsstaatlichkeit nichts zu tun. Was empfehlen Sie jetzt Leuten? Sie sagten, Sie zeigen es nicht vor. Also das Attest nicht vorzeigen und dann im Nachhinein, wenn es ein Protokoll gibt, das eben nachträglich bei den Behörden vorzulegen. Oder was ist da eine sichere Methode, die auch rechtssicher ist? Naja, ich würde einfach die Ordnungswidrigkeitenanzeige aufnehmen lassen. Ja. Dann muss man sich ausweisen. Das Recht hat die Polizei. Und dann werden die Platzverweise aussprechen. Je nachdem, wie viele Leute da sind, können Sie das durchsetzen oder nicht. Das heißt, wenn dann 10.000 Platzverweise ausgesprochen werden, dann können Sie die Leute nicht alle in die Gefangenensammelstelle schicken. Weil wenn man dann zurückkommt in diesen Bereich, und die nehmen dann meistens ganz Berlin-Mitte, ich habe die Dinger heute auch schon gesehen, dann wird man halt vorläufig festgenommen. Also wenn das viele Leute machen würden, dann würden die GESA, also die Gefangenensammelstelle, morgen einfach voll. Da wären Hunderte und Tausende Leute, die wegen nicht vorzeigen von Attesten, nicht tragen von Masken, in die Gefangenensammelstelle kommen, wenn sie dann einfach sagen, liebe Leute, ich gehe trotzdem durch Berlin-Mitte. Also man kann hier eigentlich nur noch mit Masse was erreichen, weil rechtlich macht der Staat durch die Polizei weitestgehend, was er will, und das wird von oben angeordnet. Was Sie da jetzt aber vorgeschlagen haben, das ist rechtlich einwandfrei. Ja? Also man ist nicht verpflichtet, man kann die Ordnungswidrigkeitsanzeige aufnehmen und kann danach, und Sie rufen aber nicht dazu auf, dass man dann den Platzverweis verweigert. Sie sagen nur, das ist nochmal ganz wichtig. Es ist kein Aufruf, den Platzverweis nicht zu befolgen. Ich sage nur, wenn dann das passiert, wäre das die Reaktion der Polizei. Ich würde es schon aus einem anderen Grund nie ein Attest vorzeigen. Weil wenn ich einen Attest vorzeige, habe ich den Verdacht einer Straftat. All diese Leute, die das jetzt machen, die kriegen einen Verdacht auf 277 oder 278 Strafgesetzbuch wegen Verwendung eines Gesundheitszeugnisses oder eines möglicherweise gefälschten Gesundheitszeugnisses. Das heißt, die sind im Strafrecht. Die Polizei nötigt in Anführungsstrichen die Menschen immer dazu, ja, sie müssen hier eine Maske tragen, zeigen Sie mir doch einen Attest. Da wären wir im Ordnungswidrigkeitenrecht. Und in dem Moment, wo ich einen Attest rausrücke und der Polizist sagt, oh, das könnte gefälscht sein, sind wir im Strafrecht. Und was noch dazu kommt, man geht auch an die Ärzte ran. Deswegen zeige ich diese Dinger eigentlich so gut wie nie, außer es geht halt nicht anders, weil ich irgendwo hin muss, um halt filmen zu können. Ja? Aber ich muss einfach schauen, dass ich alles im Ordnungswidrigkeitenrecht
Abhalte und nicht im Strafrecht. Ich bin mal gespannt, was gerade passiert. Wir hören es ja gerade, ja? Ja, also Aufruf hier, den Mindestabstand einzuhalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu halten. Also was halt ganz wichtig ist, ist, sich von der Polizei da nicht zu sehr beeindrucken zu lassen. Ich habe diese Gespräche heute auch schon mehrfach geführt. Die werden dann relativ, manche davon, die kennt man inzwischen auch relativ schnell rabiat, naja, dann nehmen wir sie halt mit. Ist mir ja auch schon passiert. Und trotzdem, ich würde hier keinen Attest vorzeigen, weil der Arzt kriegt ein Problem, egal ob zu Recht oder zu Unrecht. Weil wenn die mal eine Durchsuchung als Arzt kriegt, dann ist meine Technik 3 Tage weg, ich kriege riesige Probleme. Und wenn ich nur sage, ich trage die Maske nicht, so dass einer tut, dann ist man im Ordnungswidrigkeit recht. Was erwarten Sie, dass es morgen zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei kommt? Es ist immer die Frage, von welcher Sichtweise man das sieht. Ich war letzte Woche in Frankreich und die Woche davor auch. Für französische Verhältnisse sicherlich nicht. Aber klar, es gibt gerade in Berlin sehr viele Polizeieinheiten, wo halt Polizisten drin sind, die also von Recht und von Rechtsanwendung wirklich keine Ahnung haben. Wir haben heute ein Video gesehen, wo einer, weil er aus dem Dachfenster bei einem Autokorso gefilmt hat, rabiat aus seinem Auto rausgezogen. In Frankreich? Nein, hier, in Berlin. In Berlin? In Berlin. Das ist auch in ein paar Kanälen drin. Und das ist so grob unverhältnismäßig. Das erwarte ich natürlich auch morgen. Der Unterschied zu Frankreich ist, dass die Menschen sich hier sehr, sehr viel gefallen lassen. Und deswegen befürchte ich, dass viele einfach nicht kommen, weil sie Angst haben. Deswegen muss man immer aufpassen, dass man nicht zu sehr dieses Polizeigewalt oder vermeintliche in den Fokus stellt, was die Menschen davon abhält, hier für ihre Rechte einzustehen. Ist es in Deutschland eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat? Da bin ich richtig informiert, dass es eine Ordnungswidrigkeit ist, nur wenn man an einer verbotenen Demonstration teilnimmt. Oder ist es eine Straftat? Es ist eine Ordnungswidrigkeit für alle, die diese Demo nicht angemeldet haben. Also derjenige, der sie anmeldet, darf an so einem Tag nicht dort sein. Das heißt, wenn ich eine Demo irgendwo anmelde, sie ist verboten, gehe ich nicht hin. Weil ich wäre im Strafrecht oder morgen Michael Ballweg im Tiergarten wäre im Strafrecht. Ja? Alle anderen begehen nur eine Ordnungswidrigkeit. Und zwar unabhängig davon, ob es vorher schon verboten ist oder ob es später aufgelöst wird. Und wie wird der Unterschied festgestellt zwischen Spazierengehen und Demonstrieren? Ja gut, die Frage ist immer, hat man einen gemeinsamen Zweck? Bisher gab es relativ wenige Verfahren im Ordnungswidrigkeitenrecht, wo die Polizei oder die Staatsanwaltschaft dann gesagt hat, das ist Versammlungsrecht. Meistens machen die das mit Ansammlung. Ich habe sowas kürzlich selber aus Sinsheim gekriegt. Rechtlich, ganz klar, Versammlung. Polizei hat daraus gemacht eine Ansammlung. Und es hängt halt davon ab, habe ich einen gemeinsamen Zweck. Wenn jetzt hinter mir auf einmal 500 Leute durch Berlin spazieren, dann ist es ganz klar, wir haben einen gemeinsamen Protestzweck. Wenn kleinere Gruppen überall rumstehen, ein bisschen Musik machen, dann ist es halt noch, ja, sagen wir mal, Freizeitbeschäftigung. Also ist Auslegungssache, muss man ganz klar sagen. Es ist Auslegungssache, aber man kann sich's merken, wenn ich wirklich einen gemeinsamen Zweck zur Willensbildung habe und gemeinsam hier zusammenstehe, spazieren gehe in einer größeren Gruppe, dann ist es eine Versammlung. Und wenn sich das ein bisschen zerstreut, dann ist es eher eine Ansammlung und eben keine Versammlung. Und zum Ende für die YouTube-Zensur nochmal der Hinweis. Sie haben explizit, also Sie rufen nicht dazu auf, irgendwelche Verbote zu umgehen, sondern im Gegenteil, Sie haben nur nochmal die Rechtslage erläutert. Und von Ihrer Seite her ist der Aufruf, dass man sich an Gesetze halten muss. Na, ich gehe davon aus, dass morgen die Demos verboten sind. Ich würde dort nicht hingehen, wo diese Demoflächen sind. Mhm. Wären wir im Ordnungswidrigkeitenrecht. Ich gehe aber auch davon aus, dass viele Leute nach Berlin reinkommen werden. Und die müssen dann halt einfach wissen, in welchem Rechtsbereich sie sich bewegen. Und ich gehe auch davon aus, dass sie daraus Demonstrationszüge entwickeln. Ja, aber das ist halt einfach die Frage, wie die Menschenmasse dann letztlich mit diesen Verboten umgeht. Sehr interessant. Es hat sich tatsächlich bestätigt, dass YouTube, also dieser Link, wir haben den 2 Minuten, bevor wir angefangen haben, diesen Livestream, haben wir die Überschrift gemacht. Und innerhalb von wenigen Minuten hat man das jetzt dahingehend zensiert, dass es mit Altersbeschränkung versehen ist. Das ist schon phänomenal, oder? Es tut mir leid, ich mich überrascht in diesem Land nicht mehr so viel. Also muss man leider davon ausgehen. Ich habe selber kürzlich ein Facebook-Konto aufgemacht, um ein paar Sachen zu posten. Und nach einem Tag war die Warnung von Facebook da, bitte diese Inhalte mit Vorsicht genießen, weil die sind möglicherweise gefährlich. Also da ist auch schon eine Vorzensur da. Bevor ich den ersten Beitrag gemacht habe, wurde schon vor mir gewarnt. Man muss ja nochmal dazu sagen, ich bin immer noch Rechtsanwalt. Also ich weiß schon, wie ich mich ausdrücke, aber ich sage halt einfach, was ich meine, wie sich das morgen entwickeln wird. Ich halte diese Verbote für grob rechtswidrig, also wirklich absolut verfassungsfeindlich.
Ich sehe uns hier auch nicht mehr in einem Rechtsstaat. Und ich bin selber mal gespannt, wie viele Leute morgen nach Berlin kommen und wo die dann halt spazieren gehen, feiern, vielleicht auch spontan demonstrieren. Wissen wir momentan einfach nicht. Ich bedanke mich und ich denke, morgen machen wir wieder ein Interview, wenn Sie da sind. Alles Gute, auf Wiederschauen. Tschüss, danke.